Weil wir hätten bloß aus Eigensinn die Rückgängigmachung unseres Besser-Gänges begrenzt. Er hatte selbst in dieser Hinsicht den Kreisel sein fortgebrochen, indem er ihm in einem Augenblick der Erinnerung so gesichert, dass er von da an in der ganzen Insel umhergehen konnte, ohne dass man die Überraschung des wahrhaftigen englischen Offiziers auch nur im geringsten bemerken sollte. Außer aber 2 bis 3 Tage nachher der Kaiser schon den Fuß in den Bügel fester, um entfernt zu wollen und zur gefangenen Wohnung das Frühstück einzunehmen, hatte er die außerordentliche, unannehmliche Kehr wieder umkehren zu müssen, weil der Offizier erklärte, dass er mit dem Gefolge reiten müsse und ihn nicht einen Schritt weiter verlassen konnte. Seitdem wollte der Kaiser den Admiral nie wieder sehen. Dieser hatte auch in die Formen der allerrein verfecksten Artigkeit beobachtete, indem er zu seinen Besuchen stets eine ganz ungewöhnliche Seite auswählte und in derselben Richtung aus die auf der Insel angekommenen, angesehenen Fremden leitete, um ohne Zweifel dadurch zu vermeiden, dass sie sich nicht gewisse und Kreise gelangten, der dann freilich jedes Mal ihnen den Zutritt verweigerte. Man hatte gesehen, wie der Admiral sicher bei dem ersten Besuch des Gouverneurs auch ebenso benahm und seine Freunde über den schlechten Erfolg desselben hatte seine Aussichten nur so deutlich verraten. Wollte man ja doch also ausgleichen und zu üben lernen mit dem Kieslichen seiner Sendung eine allgemeine Einsicht aufstellen, so müssen wir in Folge so viele Beschwerden freilich eingestehen, dass sie diese Beschwerden sich mehr auf Formen als tatsächlich besorgen und mit dem Kaiser, der eigentlich eine Schwäche für ihn hatte, sage. Der Admiral Cockburn sei durchaus kein böser Mensch, sondern vielmehr sogar edler und zarter Empfindungen fähig. Aber er sei doch auch zugleich eigensinnig, rechtgierig, eitel, herrschsüchtig, sehr an Autorität gewohnt, in deren Auswungen und freilich ohne Lassen aufgewaltet an die Stelle der Pferde treten und ihm mit 2 Worten die Art unseres Verhältnisses auszudrücken, würden wir sagen, dass er als Kirchmeister sanft, menschlich, edelmutig und unser Denkenswerte gewesen sei, also unser vierter, aber Sieg im Allgemeinen unartig. Ja, selbst noch eine Stimme betragen habe, sodass wir so eine Zufriedenheit und Kragen Ursache gehabt hätten. Gegen 2 oder 3 Uhr merkte der Kaiser seinen gefolgten Spitzergang. Er sprach im Garten und der Kalesche mit uns viel über das an diesem Morgen vorgefallene. Und die Unterredungen darüber wurde selbst nach dem Tisch noch fortgesetzt. Jemand bemerkte allerdings etwas sehr komisch, dass die beiden ersten Tage die Gouverneur schlechte Tage gewesen wären und in ihm die Idee erregt haben müssten, dass wir die wir doch von Natur so sanft und geduldig, schwer oder gar nicht zu behandeln seien. Bei den Ausdrücken fanfte. Und geduldig konnte sich der Kaiser des Lackens nicht erwehren und siegte dann Vermerker ins Ohr. Man ging dann auch für das Signalement des Sir Hudson low über und fand ihn als einen Mann von ungefähr
45 Jahren, gewohnt dicken Wuchs, mehr klein als große Mager und trocken, rote Gesichter und Haare mit Kupferflecken, schießen Augen, die immer selten warten, selten gerade zu jemand entsehen wollen, brennen Blonden. Dicken und weite feuchte Hände, Augenbrauen bedeckt. Er ist hässlich, sagte der Kaiser, ein Geigengesiegte. Aber lasst uns noch Könige über ihn als Frecken. Sein Benehmen kann alles wieder gut machen, was ist das Gesiegte Unangenehmes hatte. Das wäre gar nicht unmöglich.